Hey, was geht ab? Herzlich willkommen in diesem Video. Heute möchte ich zeigen, wie ich hier an dieser kleinen freien Arbeit, die ich mal entworfen habe, die Arme ansetze. Ich habe jetzt hier diese Klötzer zugesägt und zwar sollen das die Arme werden, die ich hier ansetzen möchte und muss ich jetzt halt so in Form bringen, also soll ungefähr so hier ran. Und also das wird kein Christus, sondern das ist einfach eine freie Arbeit. Und genau, da werde ich jetzt die Arme erstmal ein bisschen aufzeichnen, aussägen und so in etwa die Schräge schaffen, diese Fläche glätten und diese Fläche und das dann verdübeln. Ich zeichne mir jetzt also diese Arme auf. Ich habe gemerkt, ein Klotz reicht, da kann ich beide Arme draus bekommen. Manchmal schätzt man das ein bisschen falsch ab. Ich habe mir das hier eingeteilt, wo also der Ellbogen ist und das Handgelenk ungefähr sitzt. Und zeichne das jetzt auf, so dass beide Arme eben übereinander liegen. Säge das aus. Die Spannweite der Arme passt also zur Körperlänge, so kann ich mir das Ganze proportionieren und damit kann ich dann meine kleine Figur erst einmal gestalten, weil ich das weiß und kann dann die Arme entsprechend abmessen, ne, dass die dann dazu passen zur Figur. Ich säge mir das hier von beiden Seiten aus, dass ich eben von vorne die Silhouette habe und von oben, wie es dann an der Figur sitzen wird. Und ich schneide jetzt hier mit dem Balleisen einfach die Fläche, wo die Arme drankommen, glatt. Ne? Da war erst ein Sägeschnitt von der Bandsäge und jetzt nehme ich das Balleisen und steche mit der Spiegelfläche das schön glatt. Also in dieser Richtung arbeite ich. Und jetzt tue ich auf der Spiegelfläche leicht Graphit auftragen mit meinem Bleistift. Das ist also ein weicher Bleistift, so weiß nicht, 4B oder irgend sowas, glaube ich. Und tue das jetzt, diese Spiegelfläche da schön aufdrücken und so ein bisschen versuchen, dieses Schwarze da drauf zu reiben. Und das bleibt dann an den höheren Stellen eben hängen und jetzt kann ich das wegstechen. Jetzt habe ich das aber rumgedreht und setze die Phase quasi an und versuche wenig wegzunehmen. Ja. Und da empfiehlt es sich natürlich, wenn das Eisen sehr scharf ist und genau. Und wiederhole das jetzt so lange, bis ich denke, das ist okay und merke ja dann auch, wenn ich die Spiegelfläche da drauf drücke, ne, ob das schön plan ist und glatt wird. Und es funktioniert eigentlich ganz okay. Ja. Jetzt fange ich an, hier bei den Armen das Ganze durchzuführen. Man hätte das einfach auch an die Tellerschleifmaschine randrücken können, aber so habe ich halt ein bisschen mehr Kontrolle. Aus meiner Sicht werde das ein bisschen schnitzen. Es dauert dann vielleicht, weiß nicht, 3-4 Minuten länger, als wenn ich es direkt an die Schleifmaschine drücken würde, aber die kostet ja auch Geld. Also von daher passt das auch, wenn ich das jetzt erstmal so ein bisschen schnitze. Ich bin halt ein bisschen vorsichtig. Und jetzt tue ich das hier auf so eine beschichtete Multiplex-Platte, habe ich mir so ein Schleifpapierstückchen aufgespannt und ziehe das da jetzt mal sehr, sehr vorsichtig drüber, weil ich will einfach nicht, dass ja, ich verkittel irgendwie und dort Rundungen entstehen an den Ecken, weil dort soll es ja möglichst dicht werden. Ne? Und ziehe das einfach so ein paar Mal drüber und sehe dann schon, die ganze Fläche ist relativ plan, ja, das wird gut und das ist eben. Und ja, wiederhole es beim anderen Arm auch und ziehe es so drüber, dass es noch ein bisschen planer wird, ein bisschen glätter wird. Das, was ich vorhin eben mit der Spiegelfläche und dem Schnitzeisen gemacht habe. Und jetzt bohre ich da rein. Mit dem Kreppband habe ich dort das maximale Tiefenmaß eingestellt, sozusagen. Tiefer darf ich auf gar keinen Fall rein. Und ich habe auch ein bisschen vorsichtig gearbeitet und nicht ganz reingebohrt. Genau, das ist halt ja, so ein bisschen nicht ganz ideal. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten noch. Das ist halt eine sehr kleine Arbeit. Das ganze, die ganze Figur hat ja schon fast so einen Modellcharakter. Und naja, dann nehme ich halt die Dübel. Man könnte auch Christusschrauben nehmen oder irgendwelche anderen Schrauben.
So, jetzt habe ich hier die Schublehre genommen und habe mir das abgemessen, so ein bisschen eingestellt. Man könnte auch Anzeiger nehmen, die man quasi in das Loch reinsteckt und dann auf die Figur drückt, ne? Also samt dem Arm. Aber das habe ich hier einfach mal sein lassen, weil mir, ich wollte es einfach abmessen und mir ist es genauer, ne? Und ich habe dieses Loch, kann ich jetzt auch nach außen hin übertragen, ne? Dass ich mir da einfach so einen Riss ziehe in der Mitte und dann zeichne ich das da an, wo das dann später mal sitzen soll und übertrage das nach innen und kann dann dort genau bohren mit meinem 6 mm Bohrer. Und habe da halt ein bisschen tiefer reingebohrt. Am Arm konnte ich nicht so weit reinbohren, weil der Dübel sonst rausgekommen wäre. Ja, also ein kleiner Kompromiss, dass ich in der Figur ein bisschen tiefer reingebohrt habe. So geht es aber auch. So, und jetzt probiere ich hier schon das erste Mal und also wie das sitzt und wie das dann kommen wird, bin ich eigentlich erstmal zufrieden. Das Einzige ist, dass diese Dübel halt nicht 100% im rechten Winkel zu diesen Flächen gekommen sind, dass ich dadurch nicht 100% dicht werde und man hätte das irgendwie verpressen müssen, aber ich habe es im Endeffekt nur zusammengesteckt mit dem Leim, wie man jetzt auch gleich sehen wird. Und ja, es ist fast gut geworden. Es ist nicht ganz gut geworden, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Aber wie gesagt, diese kleine Arbeit hat ja auch Modellcharakter. Das ist eine erste Visualisierung von einer Idee, ne? Und eigentlich möchte ich das gern größer machen. Und ich habe jetzt aber erst einmal, um zu schauen, wie das denn auf mich wirkt, so ein kleines Modell gemacht und eben auch aus Holz gemacht, dass ich das auch mal zeigen kann irgendwo. Ja, und genau, das war halt eine erste Idee. Und wenn da jetzt nicht alles super wird, bin ich auch erstmal trotzdem guter Dinge. Und vielleicht kann das der ein oder andere ja auch mal anwenden, wenn ihr irgendwie so einen Christus schnitzt oder irgend sowas in der Richtung oder probieren wollt, dann wäre das sicherlich eine Möglichkeit, das hinzubekommen, auf diese Art und Weise das zu machen. Ja, ich trage überall satt Leim auf. Da muss man halt gucken, dass man nicht zu viel nimmt. Ich neige manchmal dazu, ein bisschen zu viel zu nehmen. Aber das war hier okay. Dass es halt möglichst in den Wandungen auch dann der Leim drin sitzt und ja, der Dübel halt richtig gut eingeleimt ist. Das ist dann schon wichtig. Und auf der einen Seite war das mit dem Druck sehr gut, glaube ich, gekommen. Und wo das halt gut gepasst hat, auf der anderen Seite nicht ganz so gut. Okay, ich habe jetzt diese Arme angeleimt hier, ausgearbeitet schon, angefangen das zu raspeln, weil das halt so eine Aktdarstellung ist, dass ich diese Haut schön hinbekomme. Man sieht jetzt hier, dass hier unten ist noch ein leichter Spalt. Ne? Hier ist es ein bisschen dichter geworden, hier unten ist aber auch noch ein bisschen offen. Wahrscheinlich werde ich irgendwie einfach so einen Lackspachtel da rein machen oder irgendwas anderes. Man könnte ja auch einen ganz feinen Span da rein kleben oder ein Stückchen Holz, was man sich ganz spitz schnitzt und da rein steckt und mit Leim dann festmacht und dann wieder überarbeitet. Und da ist jetzt meine kleine Arbeit fertig gestaltet in Weiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, bewertet das Video mit euren Daumen. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet oder was ihr vielleicht gerne mal sehen möchtet. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass einer meiner Abonnenten gerne mal sehen möchte, wie eine Nase geschnitzt wird, worauf ich mich auch demnächst mal vorbereiten möchte. Und dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Abonniert mich, ja, kein Video mehr verpassen. Jede Woche soll ein neues Video kommen. Und unterm Video in der Infobox findet ihr auch meine Social Media Plattform, wo ihr noch weiter nachschauen könnt und mir auch gerne einen Like lassen könnt. Teilt das Video auch mit euren Freunden, wenn ihr gerne möchtet, und erzählt davon weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Tschüss, bis dahin.